Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 210. Folge des Command Conquer 1 Let's Play Config Let's Plays, beziehungsweise zur 99. Folge des Command Conquer 1, genau. Der Ausnahmezustand Let's Plays, wo ihr, wie ihr seht, ich immer noch dabei bin, die Base aufzubauen. Denkt euch, was ihr wollt dabei. Wir werden Strom brauchen und neben Strom brauche ich auch noch eine zweite Raffinerie. Da muss man gucken, wie ich das am besten mache. Ich habe hier unten keinen Platz. Einen sinnvollen Platz. Platz habe ich schon, aber keinen sinnvollen. Wo ich den Strom hinsetzen kann. Also bin ich überlegen, den Strom hier hinzusetzen. Und hier da rechts, das ist die Silo. Der Silo. Das Erzabbau-Ding. Jetzt könnte ich einmal den Silo hier reinpflanzen oder hier unten, damit ich hier hinkomme. Ich glaube, ich pflanze zwei Silos. Eins dahin, eins hier unten hin. Konstruktion fertig. Ja, weil hier soll nämlich das Flugfeld hin. Genau. Und hier können wir auch einfach eins. Okay, perfekt. Also zwei Silos. Und dass das jetzt schon losgeht, war nicht so ganz geplant, aber ist nicht zu ändern. Kritisch. Ja, kein Thema. Das Kraftwerk. So, und da abbauen, muss ich sie ein bisschen koordinieren, wo er abbaut. Wenn der Sammler jetzt ploppt, ist es ein bisschen blöd, weil dann ein großer Angriff kommt, aber ich kann es nicht ändern. So, ich brauche. Ja, du baust jetzt. Ich klicke einfach, wie er abbauen soll. Das. Das. In Ordnung. Das. In Ordnung. Das hier. In Ordnung. Das. In Ordnung. Das da. Das hier. Das. Jetzt passt hier definitiv schon mal ein Kraftwerk hin. Ich auch. Jawohl, Sir. Also hoffe ich. Das ist übrigens der Plan, den ich später habe, ne? Dass ich hier damit hier die Lücke zumache und es ja gar nicht mehr rauskommt. Das ist der eigentliche Plan. Das wäre es ganz gut, wenn das Großkraftwerk noch vielleicht steht, bevor hier richtig die Party abgeht. Konstruktion. Ja, gut so. Reparatur. So, hoffentlich kommt der Sammler jetzt hier noch durch. Als nächstes hätte ich jetzt eigentlich gerne den Obelisten, ne? Perfekt. Hat unerwartet gut geklappt. Und unerwartet der falsche Ausdruck ist, aber es hat gut geklappt. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit mir. Und dadurch, dass er hier noch durchkommt, ist auch alles gut gewählt. Das heißt, hier kommt als nächstes die nächste Raffinerie hin. Und hier werde ich mich langsam noch nach oben arbeiten.
frage euch jetzt als nächstes die Raffinerie schon baue. Floppt der erst zusammen. Heißtasse, Heißtasse. Aber was auf der Karte rumsteht, hat ihn nicht interessiert. Na gut. Ich will ja nichts sagen, aber es läuft so unerwartet gut. Ich hätte nicht erwartet, dass das so gut laufen wird hier. Eigentlich wäre es cleverer, wenn ich den Obelisten sogar hier oben schon an die Ecke setze. Damit floppt der nächste Sammler. Damit hat er jetzt noch nicht mal mehr einen. Da muss er erstmal einen Sammler jetzt wieder bauen. Und das ist so früh im Spiel. Ich habe nichts. Ich gehe nur mit den Towern auf den Sack. Zum Glück habe ich damals so viel WC3 geguckt. Die Tower-Taker-Taktik noch kenne. So sammelst du hier ab. Wenn er gut nett ist, baut er mir diese Ecke hier mal vollständig weg. Sehr schön. Und jetzt kann er eigentlich hier unten abbauen gehen, wenn er will. Macht er von ganz alleine. Ohne dass ich ihm gesagt habe. Das wäre jetzt halt so passend, weil dann kriege ich die Sammler hier immer auf dem Präsentierteller. Gesetzt. Wenn Scan da oben stehen bleibt, ist mir so egal. Fast unglaublich, wie gut das klappt. Oh, easy. Zweite Raffinerie als nächstes erstmal. So, wie gesagt, das Erzfeld, was jetzt hier ist, lasse ich ihn mal so zum Anlocken da, ne? Und dann werde ich mich hier langsam nach oben bauen und werde versuchen, den Durchgang hier durchzukriegen und wenn, also hier schön nach oben. Und sobald ich hier dann zugemacht habe und er da gar nicht mehr durchkommt, dann ist eigentlich alles gewonnen. Dann hat er keine Chance mehr. Weil selbst wenn dann müsste er mich dann halt hier aus der Basis mit den Einheiten, die auf freiem Feld rumlaufen, angreifen, wie sowas hier. Je nachdem, was hier kommt und wo das landet, könnte das ein Problem werden. Ja, das ist so das, wo man noch drauf achten muss. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Schicke ich euch schon mal dahin, produziere nochmal 5 davon. Hier unten den Eingang kurz deffen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Hier und noch ein. Wird gebaut. Konstruktion jawohl, fertig. Und dahin. Bestätigt. Jawohl, Sir. Bestätigt. Wenn die von hier oben kommen, ist es egal. Hier unten wäre jetzt nur das Problem gewesen, deswegen habe ich hier unten mal kurz reagiert. Das kriegen die Tower hoffentlich hin, oder? Ui. Ja, schaffen sie. Der Angriff hier drauf war jetzt ein bisschen schade, weil er mich jetzt wieder zeitlich zurückwirft, aber auch kein Weltuntergang.
Also was hier jetzt schon alles auf meine Basis eingerannt ist, dass wir das so easygoing überleben, das ist ja so ein Wunder. Ich hätte halt auch nicht gedacht, dass diese Geschütztürme so mächtig sein können gegen Bodeneinheiten. Aber anscheinend gilt bei C&C auch im ersten Teil noch der gute alte Drang, der auch schon in den späteren eigentlich immer gilt. Wer Masse hat, gewinnt. Also, jeder hat irgendwann Masse gebaut, nicht nur die Chinesen. Die Chinesen haben Masse gebaut, die scheiße war. Aber auch die Amis haben dir irgendwann Masse gesetzt. Und da warst du dann immer... Hast du ein dummes Gesicht gemacht, wenn dir irgendeiner im Multiplayer Masse entgegengebracht hat. Ich meine, der würde das hier easy mit einem Artilleriegeschütz platt kriegen, ja? Aber er hat ja keins. Er baut ja auch keins. Ich weiß ja nicht, ob er noch Sammler baut. Er hat die Sammler auch schon hier rausgeschickt. Na gut, lass ihn machen. So, nächste Raffinerie kommt da. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Breche auf. Bestätigt. Hier hat es einer nicht geschafft? Jawohl, nee, ich habe den nicht mitgeschickt. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. So, dahin. Er darf alles abbauen, außer das hier oben. Und jetzt bauen wir als nächstes noch einmal Strom. Hier passt ja noch ein Großkraftwerk links daneben. Jawohl, Sir. Okay, tauscht jetzt gerade die Posten. Mir soll es egal sein. Wird gebaut. Danach ein Flugfeld und dann machen wir hier unten erstmal dicht. Und danach fangen wir hier oben an, nach oben zu gehen. Also erstmal den Arsch steffen, bevor ich in die Offensive gehe. Weil ich bin von hinten dann doch hier unten doch etwas sehr angreifbar. Was mir so nicht ganz zusagt. Die haben tatsächlich jetzt die Posten getauscht. Naja. Konstruktion. Ich lasse ihn machen. Den Strom haben wir. Jetzt als nächstes Flugfeld. Ach ja. Und dann habe ich auch tatsächlich mal wieder Bock, ne? Ich habe ja öfters schon gesagt, dass ich zwischendrin solche Durchhängerphasen hatte, wo ich ein bisschen die Lust verloren hatte ans C&C. Momentan wieder weg, momentan habe ich tatsächlich wieder Lust, was aber daran liegt, dass es hier jetzt wieder ganz gut läuft. Ich hatte aber auch jetzt immer so wenig wie möglich aufgenommen, bis ich hier endlich so weit bin, dass ich sagen kann, es läuft. Gehst du da abbauen? Mal gucken, ob er den Befehl angenommen hat. Und der geht gleich das hier oben abbauen. Da ist das zwar mal alle hier, aber es ist mir so egal. Hat er den Befehl genommen? Ja, perfekt. Überlegen, wie ich nach hier oben baue. Ich könnte hier easygoing ein paar Silos hinstellen und mich versuchen, hier oben dann erst wieder mit den ersten Tower hinzusetzen. Ich weiß auch nicht, ob das klappt und ob das eine gute Idee ist, oder ob ich nicht lieber gleich in zwei Reihen nach oben weiterbaue. Jawohl, Sir. Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. Geht klar, Sir. Jawohl, das war dumm. Jawohl, Sir. Das war einfach nur dumm. Nichts anderes. Es war einfach nur dumm. Ah, stopp. Er geht auf. Geht klar, Sir. Sehr gut. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. So. Neue Bauform. Perfekt. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Soll ich hier noch was Neues bekommen? Nee, noch nicht.
Sieht auch nicht so aus, als ob ich hier ein... Na gut, die Werkstatt fehlt mir noch, ne? Ja, die Werkstatt fehlt noch. Also jetzt kommt erstmal hier unten Devlin. Ich werde hier auch ein Loch drinnen lassen. Jawohl, dass man hier notfalls rein und raus kann. Nun kommt auch keine so dicke Devlin. Da kommt nur Devlin. Unsere Basis wird angegriffen. Konstruktion fertig. Ja, dahin. Die einfach schon direkt keinen Bock mehr hier hat, mich anzugreifen. So stellen wir hier den ersten Obelisten hin? Joa, boah, kommt hier unten der erste Obelisten. Wird gebaut. Ja, hier wird auch ein Obelist hinkommen, aber erstmal werde ich wahrscheinlich mit Tauern mich hier hocharbeiten. Ja, wegen euch eine Reihe oder eine Zweierreihe hochbaue. Eine Vierer auf jeden Fall nicht. Mit Zweier wird die klappen wahrscheinlich. Muss ja irgendwann muss ich aber auch eine Lücke wieder reinreißen, damit ich mich nicht hier oben zubaue. Also, na. Mal gucken. Wie viele Sammler hat der eigentlich? Ein? Ja, hat einen einzigen Sammler. Mit dem geht er aktuell da abbauen, oder? Ja. Konstruktion. Na gut. So, der kommt dahin und daneben kommt noch ein Geschützturm. Achte mal drauf, wie schnell den seine Leben absinken, wenn der gegen 10 Schütztürme ankämpfen muss. Ist einfach nur so, er schmilzt quasi vor sich hin. Die Taktik, die man hier halt hätte, die man jetzt als Spieler verfolgen würde gegen sowas, wäre entweder man fährt mit irgendwas dran vorbei, zum Beispiel mit einem Nordmod, der kommt ja easygoing da dran vorbei, oder wenn man nicht dran vorbeikommt, halt mit Artilleriegeschützen, mit sowas hier. Aber dafür ist halt ein NPC zu dumm, von daher... Konstruktion fertig. Ja, ne? So. Dahin und dann kommt man hier gerade so noch durch, wenn man will. Aber der Eingang ist blockiert. So, jetzt als nächstes wäre ein... Jawohl, Sir. Breche auf. Eine Werkstatt dran. Ich würde aber, bevor ich die Werkstatt baue, hier die Dev noch ein Stückchen nach oben ziehen. Machen wir auch. Erstmal hier reparieren, genau bevor ich es vergesse. Gebaut. Geschützturm. Wir bauen Zweierreihen nach oben. Irgendeine Entscheidung muss ich treffen. Jawohl, Sir. Ich werde auch nichts davon verkaufen. Mit der simplen Begründung, wenn das Ganze in die Hose geht, wäre es ganz gut, dass ich noch eine Dev zu stehen habe. Ich werde ein Loch verkaufen. Ja, aber das ist dann auch schon alles. Ich werde die Dev hier nicht begradigen oder verschönern. Wir lassen die so hardcore, wie sie da ist, für den Fall der Fälle, dass nochmal ein harter Angriff kommt und ich nichts mehr habe. Ich weiß, was wir jetzt bräuchten als nächstes. Ich müsste ja irgendwann an das hier mal rankommen. Unsere Basis wird angegriffen. Konstruktion. Also bräuchten theoretisch mal ein paar Panzer. Praktisch könnte ich aber auch einfach sagen. Ich lotse ihn mit solchen Einheiten hier hin. Aber gut, was wir jetzt alles genau machen und wie das hier weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wie gesagt, mein Ziel ist, denke ich, klar. Ihr wisst, was ich vorhabe.
Und ansonsten bedanke ich mich soweit fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben da, um nicht mich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie den Scheiß und sagt nur zum Schluss. Tschö mit Ö.